Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Was ist typisch schwedisch? Das ist klar. Das sind diese leckeren Zimtschnecken, Michel aus Löneberger, Pippi Langstrumpf, aber auch diese leckeren Blaubeerpfannkuchen, die gibt es nicht auch in größer. Die solltet ihr unbedingt mit den Kindern mal draußen machen, wenn ihr mit den Kindern unterwegs seid oder so wie ich gerade in Schweden. Da schmecken die dann besonders gut. Die Blaubeeren haben wir selber in den schwedischen Wäldern gesammelt und uns das Ganze dann nach Michel aus Löneberger Rezept zubereitet. Schmeckt hervorragend. Das ist ganz, ganz einfach, wirklich kinderleicht zu machen, diese Blaubeerpfannkuchen. Wie das Ganze geht, das zeigen wir euch in der Hütte und schaut einfach mit. Also zuerst machen wir einen Pfannkuchenteig, geben das Ganze in die Pfanne und darauf die Blaubeeren. Also, im Pfannkuchenteig bringt ihr zusammen Eier, Milch, Mehl, Zucker und mehr braucht ihr nicht. So, in der Pfanne habe ich jetzt Butter heiß gemacht. Da gebe ich einfach mal so einen Klecks hinein. Ihr könnt euch auch einen großen Blaubeerpfannkuchen machen, wie immer das ihr wollt. So, jetzt warten wir, bis hier Bläschen schmeißt der Pfannkuchen an seine Oberfläche. Da müssen wir jetzt genau beobachten. Ich gebe jetzt schon mal die Blaubeeren mit dazu. 4, ihr könnt auch mehr dazu tun, genau, warum denn auch sparen, wo kommen wir denn da hin? Blaubeeren könnt ihr auch ganz toll im Wald selber pflücken, alle, die aufs Nummer sicher gehen wollen, abwaschen nicht, dass euch der Fuchsbandwurm am Ende erwischt, das wäre ja ganz, ganz furchtbar. So, und jetzt warten wir, bis ihm hier die Bläschen geschmissen sind vom Blaubeerpfannkuchen, bevor wir ihn umdrehen auf die andere Seite. Ja, jetzt sieht man es schon, da sind die Bläschen. Wir fahren jetzt vorsichtig drunter mit dem Pfannenwender und drehen das Ganze jetzt auf die andere Seite um. Watsch! Genau, oh, goldbraun auf der Rückseite. Schöner geht's wohl kaum, oder? Super! Ja, liebe Kinderautoren, so einfach lassen sich diese original schwedischen Blaubeerpfannkuchen zubereiten. Versucht es auch mit den Kindern, könnt ihr auf dem Lagerfeuer machen oder auch auf dem Gaskocher, alles kein Problem. Ich wünsche euch guten Appetit und gutes Gelingen für dieses typisch schwedische Rezept. Macht es gut bis dahin, ich wünsche euch viel Erfolg, pfiat, servus.